Hallöche, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Einer Bücherwoche, die sehr sonnig war, der Frühling ist da und auch am Wochenende waren es herrlich sommerliche Temperaturen mit gut über 20 Grad und es war endlich wieder Zeit, um in den Garten zu gehen, um ein bisschen dort auch was zu erledigen, die Zeit natürlich dann auch mit einem guten Buch zu genießen und abends auch mal den Grill anzumachen. Also ja, jetzt ist der Frühling da und ich freue mich darüber wirklich sehr. Und ja, wie in der letzten Bücherwoche gezeigt, beobachte ich nach wie vor Eichhörnchen. Nicht mehr ganz so regelmäßig und auch nur noch zwei von vieren. Aber ja, immer wenn ich sie zufällig entdecke, freue ich mich sehr. Ja, neben vier Büchern, die ich gelesen, gehört habe, habe ich auch eine Netflix-Serie beendet und mit einem Rewatch begonnen. Dazu dann natürlich am Ende mehr. Ihr findet die Zeitstempel und auch ja, die Bücher alle unten in der Infobox und dann eben auch nach den Büchern, wann das sonstige Geplauder sozusagen startet. Ich habe ja diese Woche sehr dünne Bücher gelesen, was nicht unbedingt den Grund hatte, dass ich irgendwie Menge machen wollte, aber ich habe nach wie vor eine Schiene und kann mit rechts einfach noch nicht so gut ein Buch halten und gerade dickere Bücher und es ist, ich hadere da sehr mit mir, was ich jetzt so mit zwei, drei Büchern mache, die ganz oben auf der Leseliste stehen und die aber mir gefühlt einfach zu schwer sind. Ich muss mal sehen, ob ich das irgendwie hinbekomme. Bei der E-Book-Reader ist natürlich mega praktisch, aber ich wollte jetzt auch einfach mal gucken, wie es so mit dünnen Büchern geht und so mit den aktuell dünnen Büchern lief es ganz gut. Auch wenn man sie dann einfach ein bisschen hinlegen, ablegen kann auf dem Kissen. Ich habe ja auch so eine wunderschöne Bucheule. Mal gucken, wie ich das mit etwas dickeren Büchern mache. Aber vielleicht nehme ich mir für die Woche auch einmal noch ein bisschen dünnere Bücher vor und starte dann mit den Wälzern in der nächste Woche. Ich habe ja das erste Buch aus dem Einhorn Verlags Unpacking nun gelesen. Und zwar die 8 Jahreskreisfeste von Walburga Zellinger. Das Unpacking und auch das Buch in den Einhorn Verlag packe ich natürlich unten in die Infobox. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal das Oster-Unpacking anschauen. Dann habe ich von Joey Kelly America for Sale gelesen. Das ist jetzt das zweite Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und auch wenn ich das Cover nicht so richtig gut finde, war der Inhalt definitiv besser. Das nächste Buch ist ein japanisches Buch und ich dachte tatsächlich bei Sonnenschein am Samstag, Sonntag, ach Mensch, irgendwie so ein Geschenk eines Regentages. Wenn du es vermutlich nicht jetzt irgendwie noch liest, dann wird es wahrscheinlich irgendwie November werden, bis es dann wieder regnet. Und deswegen habe ich zu diesem Buch gegriffen von Makoto Shinkai und Naruki Nakagawa. Ich hoffe, man spricht das so aus. Auch ein wunderschönes Cover. Und die ganze Woche gehört habe ich A Song of Race and Ruin, den ersten Teil von Roseanne R. Brown. Ein Buch, ja, wo ich ja schon sehr hyped war, als es im Grunde in den Neuerscheinungen so aufgetaucht ist. Die Bücher, alle unten in der Infobox. Wir beginnen mit dem ersten, und zwar die 8 Jahreskreisfeste von Walburga Zellinger. Ist, wie gesagt, ein Buch aus dem Einhorn Verlag, wo auch meine liebe Freundin Anka arbeitet. Und wir haben ja ein wunderbares Osterpaket zugeschickt bekommen. Und ja, das verlinke ich euch natürlich nochmal unten in der Infobox, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Die Autorin selbst kommt aus Oberösterreich und lebt jetzt aber schon über 20 Jahre in Wien. Sie ist gelernte Drogistin und hat dann auch Theologie studiert. Eine super spannende Kombination, wie ich finde. Und arbeitet nun als Kräuterschamanin. Und man kann dann bei ihr eben auch ja, im Grunde verschiedenste Sessions buchen. Finde ich auch super spannend. Mit Schamanen habe ich mich noch gar nicht so befasst. Sie bietet hier eben dann auch Kurse an und beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit den Jahreskreisfesten. Und wir bekommen in diesem Buch einen guten Einblick in die Welt der 8 Feste im Jahr, wie zum Beispiel eben Lichtmess oder auch die Sommer- oder Wintersonnenwende, was hier eben auch ein Fest ist. Die einzelnen Feste werden zu Beginn ganz kurz erläutert, mit Bildern versehen und dann folgen auch Details zum Ursprung und den Feierlichkeiten, also wie man diesen, ja, wie man dieses Fest im Grunde, ja, feiern kann. Wie man diese Feier feiern kann. Nein, wie man dieses Fest feiern kann. Die Ursprünge der Feste sind doch recht unterschiedlich. Also manche sind ja jetzt durchaus auch ins Christentum mit übernommen, andere
laufen eher so nebenbei, ohne den religiösen Aspekt. Und auch heute werden diese ja auch sehr unterschiedlich gefeiert und wahrgenommen, was ich super interessant fand. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es gibt viele Infos, die ich noch nicht wusste. Ist also auch wirklich perfekt für den Einstieg. Und ich möchte auch wirklich mal sagen, die Bilder, die man so sieht, die sind wirklich sehr, sehr hochwertig. Es ist richtig schön aufgemacht, auch dass die Ecken hier alle so ein wunderschönes Ornament haben. Zu den verschiedensten Feierlichkeiten haben wir Bilder, es gibt Rezepte, es gibt Ideen, was man eben dazu nutzen kann, um diesen Feiertag zu feiern. Hier haben wir zum Beispiel auch Lichtmess, wir haben Sachen zum Basteln da drin erfahren und wie einem eben diese Feierlichkeiten auch einfach Kraft geben für das, was da eben kommt. Weil es sind natürlich auch einige Sachen im Winter dabei, wo man eben ein bisschen was fürs Licht braucht, fürs Zurückziehen und so weiter. Und das fand ich tatsächlich so für den Einstieg richtig gut. So, manches habe ich natürlich gewusst und fand die Informationen zur Auffrischung auch nochmal spannend. Ich hätte mir an mancher Stelle vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Also durchaus irgendwie so 2-3 Seiten noch mehr zu den einzelnen Festen. Aber es war locker, es war leicht, es war gut verständlich, es war nachvollziehbar und das fand ich richtig toll. Es ist auch nicht irgendwie in eine extrem esoterische Ecke abgedriftet, sondern man merkt hier wirklich, dass sich die Autorin Walburga Zellinger damit beschäftigt hat, wo ist der Ursprung, wie wurde es übernommen, wie feiern vielleicht auch unterschiedliche Menschen, Völker, wie auch immer, diese Feste. Tage und das fand ich richtig toll. Und ja, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Mir die Feiertage habe ich schon mal im Kalender eingetragen und dann immer mal so ein bisschen nachlesen, was es dazu noch zu erzählen gibt, noch mal zu entdecken gibt. Und ja, fand ich richtig gut. Kann ich für den Einstieg wirklich absolut empfehlen. Alles andere, wenn man noch mehr Details möchte, findet man natürlich dann auch einfach so ein bisschen außerhalb der Buchwelt. Ich sag mal, das Internet ist ja groß und wenn man da einfach noch mehr und tiefer einsteigen möchte, dann findet man da Informationen. Aber wenn man ganz neu damit beginnt und vielleicht noch gar nichts mit den 8-Jahres-Kreisfesten irgendwie zu tun hatte, dann ist das wirklich für den Einstieg perfekt und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit sehr, sehr gut gefallen kann ich auch beim nächsten Buch weitermachen, nämlich von Joey Kelly, America for Sale. Ich habe im Januar zum Geburtstag Hysterie des Körpers von ihm geschenkt bekommen und fand das so gut, dass ich dann eben auch mir einfach das nächste Buch von ihm besorgen wollte. Während ja Hysterie des Körpers in Deutschland abspielt und Joey Kelly hier durch Deutschland läuft, möchte er hier nun in Amerika von West nach Ost laufen und unter sehr ähnlichen Bedingungen wie damals, denn er hat nur das dabei, was er eben dabei hat. Er hat kein Geld dabei, kein Essen. Er will im Grunde, wenn er irgendwie Fahrten braucht, er möchte sich das erarbeiten, er möchte mitgenommen werden. Er ja, hat auch Dinge dabei, die er verkauft, so kleine Accessoires und was er damit eben verdient, davon will er dann eben leben, essen und eventuell auch sich eine Unterkunft leisten. Er will durch die USA laufen ohne Geld und das finde ich tatsächlich schon ganz schön mutig, gerade in diesem Land, wo ja gefühlt wahrscheinlich nochmal die Lebenshaltungskosten noch größer sind als bei uns. Er startet in Los Angeles und das ist wirklich auch ein wunderbarer Einstieg schon in dieses Buch, was er sieht, was er erlebt, wie er losläuft und dann eben verschiedenste Stationen mit dabei hat, bis er dann eben in New York City und so viel kann man verraten, ohne zu spoilern, dann eben auch dort ankommt. Er will sich unterwegs eben das Geld verdienen, er will arbeiten, er will aber auch einfach vielleicht durch Dinge, die er erzählt, die er mit kleinen Jobs oder Verkäufen macht, dann eben auch ja einfach Geld verdienen, um für Züge, Busse, er will per Anhalter irgendwie mitfahren, er will aber auch viel laufen und er will eben auch das Land erkunden. Und so lernt er eben nicht nur das Land, sondern auch die Leute kennen unter vielen verschiedenen Begegnungen, die er uns erzählt. Und er hat hinten auch eine, ich sage jetzt mal, Spendenquittung drin. Und zwar hat er hier, wie hat er das beschrieben, die Menschen, die ich auf meiner Reise getroffen habe und die mich dankenswerterweise unterstützt haben. Das fand ich auch richtig, richtig cool. Er hat auch seine Tourausrüstung hinten drin. Und man sieht hier, und das fand ich hier auch richtig cool, also auch tatsächlich so den Weg, den er dann gelaufen ist, wenn den eben irgendjemand sozusagen nachlaufen möchte. Es sind natürlich auch wie im ersten Buch einige Bilder mit enthalten und hier ist der große Spoiler, als er dann eben in New York ankommt. Aber es sind natürlich auch kleine Bilder von zwischendurch einfach mal mit dabei, auch von Begegnungen, die stattgefunden haben. Und es ist wieder ein ganz, ganz toller ja, Reise-Abenteuerbericht, der wieder so besonders ist und mit wunderbaren Lebensgeschichten von ihm selbst eben auch gespickt ist.
Sprachlich fand ich Joey hier sehr locker, sehr leicht. Es gab auch einiges zum Schmunzeln, verschiedenste Begegnungen. Ich mag den Humor von Joey sehr gerne. Ich muss aber sagen, dass ich ihn hier sprachlich weniger wiedergefunden habe als noch in Hysterie des Körpers. Also ich weiß nicht, ob hier ein Lektor, Korrektorat doch irgendwie recht die Spange sehr scharf angezogen hat. Nee, es war kein gutes Deutsch, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, weil ich fand ihn sprachlich doch ein bisschen anders, als wie man ihn aus Interviews kennt, wie man aus dem anderen Buch kennt. Es hat hier schon ein bisschen gewollter geklungen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich fand die Begegnungen sehr spannend dargestellt. Ich fand auch toll, wie er hier über verschiedenste Orte gesprochen hat. Das hat mir ja ein bisschen im ersten Teil, im ersten Buch, Hysterie des Körpers gefehlt, dass ich mir gewünscht hätte, dass weniger Kelly Family, dafür mehr über Land und Leute. Das, finde ich, hat er tatsächlich hier besser umgesetzt, denn man würde am liebsten auch direkt losfahren und dann eben auch die Strecke einfach so ein bisschen mitlaufen, oder ich würde wahrscheinlich die Strecke eher abfahren, und fände ich auf jeden Fall richtig, richtig toll. Es ist natürlich Kelly Family vorhanden. Ich meine, er ist ein Kelly, er gehört dazu. Er hat hier auch ein bisschen was so in Wiederholung erzählt, was man aus dem anderen Buch kannte, aber es ist definitiv weniger Kelly Family für alle die, die eben wie ich kein Kelly Family Fan sind und mich auch dieses ganze Hintergründige nicht so interessiert. Und das muss man ja ganz ehrlich einfach sagen, es ist halt nicht jeder Kelly-Fan, der sich dafür interessiert, was er an Laufstrecke, Abenteuer und Ähnlichem erlebt hat. Aber es wird zart so mit eingeflochten, und das fand ich natürlich schon gut, weil es ja auch zu seinem Leben gehört und er eben auch andere Dinge aus seinem Leben erzählt. Es käme natürlich auch komisch, wenn er gar nicht über die Kelly-Family spricht, weil dann würde man sich natürlich auch fragen, oh, was ist hier los? Es gab Streitigkeiten, das wird auch hier drin erzählt, es gab Ungereimtheiten, und ich glaube, das ist auch heute noch manchmal spürbar und bemerkbar, aber ich glaube, dass es auch komisch wäre, wenn so gar nichts darüber erzählt werden würde. Wir erfahren sehr, sehr viel über die verschiedenen Strecken, die es auch innerhalb der USA gibt und wie die erlaufen werden können, denn es gibt ja auch in den USA durchaus sowas wie Jakobswege, ohne dass sie einen religiösen Hintergrund haben, also so Rails. Und das fand ich tatsächlich auch super spannend, was dann eben so für kleine Strecken in dieser großen Strecke drin steckte. Finde ich richtig, richtig toll. Es gab sehr viele Begegnungen mit Menschen, die ich sehr authentisch fand, die ich absolut toll fand, wie er sie erzählt hat, wie respektvoll auch miteinander umgegangen wird, auch was er über die Amerikaner sagt und ihre Offenheit und ihre Herzlichkeit, und dass er eben auch mit Vorurteilen ein bisschen aufräumt, aber manchen eben durchaus auch einfach recht gibt. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Mischung, die er hergezeigt hat. Was ich toll an Joey Kelly finde, ist nicht nur, was er für ein Durchhaltevermögen hat, sondern auch diesen offenen Blick, mit dem er durch die Welt geht. Also sowohl, was er sieht, was er wiedergeben kann, aber auch wie offen er einfach Begegnungen gegenüber ist und gefühlt wirklich ohne Vorurteile daran geht. Und das fand ich richtig toll. Und ich glaube, das macht auch das Buch wieder zu einem sehr gelungenen Buch mit ein, zwei Dingen, die ich eben nicht ganz so perfekt fand. Aber dass ich einfach sage, ja, man spürt hier Joey Kelly, man spürt einen offenen Abenteurer, der einfach Freude und Spaß hat und das in diesem Buch zeigt. Warum aber dieses Cover so schrecklich gewählt ist, wo er sonst ja durchaus auch auf Bildern einfach mal lachen kann. Ich glaube, bei Hysterie des Körpers, ich weiß gar nicht, ob das hier hinten mit abgebildet ist, ich glaube nicht. Ich habe es hier hinten im Regal stehen. Aber wenn er einfach mal ein bisschen lächeln könnte, aber ich glaube hier, ja, da schmunzelt er zumindest, ne, wenn er hier sein Einlauf sozusagen macht, aber das Cover finde ich so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie auf einem biometrischen Pass bei manchen, aber ja, ein gutes Buch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich mag ja auch die Weltwach-Podcast-Folgen mit ihm und eben jetzt auch sein zweites Buch und hatte da echt ganz, ganz viel Spaß mit. Das dritte, leichte, kurze Buch der Woche ist dann Das Geschenk eines Regentages von Makoto Shinkai und Naruki Nakakawa. Ich hoffe, man spricht das so aus. Wenn nicht, tut es mir sehr, sehr leid. Ich hatte ein bisschen Lust auf ein japanisches Buch. Es gibt dazu auch bald ein Special-Video bei der lieben Fabienne zu entdecken, wo ich auch ein kleiner Teil davon bin. Und dann dachte ich, wenn du da schon über Japan sprichst, dann hast du doch da irgendwie noch ein Buch im Regal. Und ich glaube, ich habe auch noch ein Buch auf dem E-Book-Reader. Aber ich habe hier die kleine Katze so gesehen und dachte, ja, das ist doch mein perfektes Buch für das sonnige Wochenende. Zu Beginn der Geschichte
Geschichte treffen wir auf Joby, einen Kater, welcher auf der Straße lebt oder auch gerade ausgesetzt wurde. Und er wird von Mio an einem Regentag gefunden. Und das verspricht im Grunde schon der Titel, denn das ist eben das Geschenk eines Regentages. Beide teilen sich nun das Zuhause und Joby geht auf Spaziergänge, immer wenn sein Frauchen, seine Geliebte, unterwegs ist, eben in die Arbeit geht. Dort trifft er auch auf andere Katzen, die auch zum Teil dann wieder sein Frauchen treffen und auch die Frauchen der Katzen treffen dann irgendwie in den Geschichten aufeinander. Die vier Geschichten, die uns erzählt werden, also es beginnt mit dem Geschenk des Regentages, geht weiter mit die Magie der Bilder, dann gibt es das Band der Freundschaft und dann auch die Wärme der Welt. Diese vier Geschichten beschreiben immer vier andere Kombinationen. Während wir in der ersten Geschichte eben Joby haben mit Mio, geht es dann eben in Geschichte 2 wieder um einen Katzen und Mensch und so weiter. Und wir haben auch immer diese Geschichten aus der Perspektive Mensch und Katze. Die Geschichten laufen völlig unabhängig voneinander, haben aber irgendwie schon einen roten Faden und hängen auch miteinander zusammen. So treffen eben die unterschiedlichsten Kombinationen auch mal aufeinander. Es sind vier wunderbare Geschichten über Menschen, Katzen und auch das Leben, welches manchmal auch so ein bisschen gemeinsame Wege geht. Der Stil war, fand ich, sehr einfach mit wunderbaren Lebensweisheiten und auch besonderen Momenten zwischen Menschen und Katzen. Und die kann ich als Katzenfrauchen sozusagen sehr gut nachempfinden. Also auch gerade die Gefühle, die natürlich die Menschen zu ihren Katzen haben oder Bedenken oder Gedanken. Da war ich sehr häufig dabei, auch wie mit den Katzen gesprochen wird. Ich bin definitiv auch jemand, die hier Gespräche führt und natürlich auch eine Antwort bekomme und auch erwarte. Das ist immer ganz wichtig. Ja, und das fand ich tatsächlich sehr schön erzählt. Ich fand das sehr authentisch. Ich fand das sehr tiefgründig und auch wirklich gefühlvoll. Ich habe da richtig so mich wiedergefunden, Spaß gehabt, eben auch diese Kombinationen zu erleben. Es war mir an mancher Stelle ein wenig zu wenig tiefgründig. Es war doch ab und an mal ein bisschen oberflächlich. Und auch wenn das Buch nur wenige Seiten hat, ich fand halt zum Beispiel auch die Schrift im Vergleich zu vielen anderen Büchern relativ groß. Also es wäre durchaus wahrscheinlich sogar ein dünneres Buch geworden, wenn man hier eine kleinere Schrift gewählt hat. Und das merkt man so ein bisschen, dass es so ein bisschen oberflächlicher bleibt, dass die Schicksale zwar schon vorhanden sind, aber doch gar nicht irgendwie dramatisch oder gar tragisch waren. Was ich ein bisschen schwierig fand, war tatsächlich der Perspektivwechsel eben von Mensch zu Katze. Ursprünglich fand ich das natürlich eine tolle Idee, aber die Beschreibungen der Katzen, mit denen hatte ich so ein bisschen Probleme. Denn zum einen haben sie manche menschliche Dinge gekannt und zum Beispiel über einen Gasherd gesprochen, aber an anderer Stelle wussten sie dann nicht, dass es zum Beispiel ein Fenster gibt. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Zudem wurden die Katzen schon sehr vermenschlicht. Und dass sie eben auch Freundschaften so pflegen wie Menschen und dass sie, fand ich ein bisschen schwierig einfach an mancher Stelle. Und es war eben auch, was so Benamungen anging, doch ein bisschen unlogisch. Also was sie eben manchmal gekannt haben und manchmal nicht. Allerdings muss ich sagen, so da im Gegenzug fand ich dann richtig toll, wie die Schilderung der Gefühle der Katzen erfolgt ist. Also das hat mir sehr gut gefallen. Also weil ich mir einfach hundertprozentig sicher bin, dass Tiere Gefühle haben, Emotionen und auch Empfindungen spüren, kann ich mir eben auch vorstellen, oder vielleicht ist es auch nur Wunschdenken, dass meine Katzen mich eben auch so mögen, wie ich sie. Und dass es eben da eben auch eine gewisse Gefühle gibt und eben auch Angst und natürlich Verzweiflung. Warum bin ich da auf der Straße? Warum bin ich als kleines Katzenkitten von meiner Mama weg? Ich habe Angst. Das sind Menschen, die ich nicht kenne und so weiter. Also ich finde schon, dass das Tier nicht abgesprochen werden darf. Ich weiß, unsere Gesellschaft macht das ja gerne, aber für mich ist das logisch, dass Tiere und auch Katzen, wo sie ja dazugehören, eben auch Gefühle haben, irgendwie eine Art Empfindungen haben, auch wenn die vielleicht nicht eins zu eins so sind wie unsere. Aber das fand ich absolut toll rübergebracht, eben was Angst anging, was auch Zuneigung zuging, anging, das fand ich richtig toll und das hat hier richtig gut geklappt. Also wo es an dem einen so ein bisschen haperte, da war das hier richtig schön rübergebracht. Es ist ein sehr ungewöhnliches Buch mit einer schönen Idee, welche definitiv für schöne Lesestunden gesorgt hat und wirklich der leichte Stil,
der sehr zugänglich war, wie ich fand. Da gibt es durchaus japanische Bücher, die ein bisschen schwieriger sind oder die in diesem Stile sind. Man merkt hier schon, dass das sehr offen erzählt ist, dass das sehr frei und wirklich lebendig auch erzählt ist. Und ich finde auch die Übersetzung, ich vermute mal, direkt aus dem Japanischen von Heike Patschke, die hat das auch wirklich sehr gut gemacht, sodass ich finde, man merkt den japanischen Stil, das oft poetische, das ein bisschen ausgeschriebene und ja, so ein bisschen aussagekräftigere, und man spürt dann eben wirklich so dahinter, dass man aber versucht hat, das einfach zugänglich auch ja, für uns im deutschen Sprachraum zu machen, und ich finde die Mischung hier wirklich gut, hat mir viel Spaß gemacht und ja, waren schöne Lesestunden. Über die Katzengedanken könnten wir vielleicht nochmal sprechen, aber sonst ist das wirklich eine Empfehlung. Auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht so einen Bezug zu Katzen haben, aber ich denke mal, jeder, der ein Haustier hat, der kann das hier so ein bisschen nachempfinden. Und jeder, der vielleicht jemanden beschenken möchte, der eine Katze hat, das ist, glaube ich, tatsächlich das perfekte Buch, weil es auch ganz wunderbare Weisheiten enthält. Das Hörbuch der Woche war dann A Song of Race and Ruin von Roseanne R. Brown. Das Buch hat mich ja schon total gepackt, als ich es bei den Neuerscheinungen entdeckt und vorgestellt hatte. Nicht nur, dass da Klappentext spannend klang, sondern auch das Cover mit dem kräftigen Grün und den eher dunkleren, erdigen Tönen gefällt mir richtig, richtig gut. Es hat auch einen fancy Buchschnitt, also jeder, der sowas toll findet, sollte da mal die Augen offen halten. Es ist mittlerweile auch der zweite Teil angekündigt für den August und der wird dann so in Rot gehalten sein. Und ich habe mich bei dem Buch aber für das Hörbuch entschieden, was gesprochen wird von Joel Williams und Shane Shearer, und das hat mir von beiden sehr, sehr gut gefallen. Also wir haben hier eben eine weibliche und eine männliche Perspektive und ich fand das richtig gut, dass wir hier zwei tolle Sprecher hatten, mir noch unbekannte Sprecher, die aber wirklich einen tollen Job gemacht haben. Zu Beginn unserer Geschichte starten wir mit der Perspektive von Malik, der zusammen mit seinen Schwestern auf der Flucht ist und Arbeit in Sonande sich erhofft. Unterwegs wird seine Schwester von einem Geist gefangen gehalten und er kann sie nur retten, wenn er die Prinzessin von Sonande tötet. Um Carina, die Prinzessin, eben näher zu kommen, nimmt er an den Solstasia-Spielen teil und ahnt nicht, was ihm damit so ein bisschen blüht, womit er sich da in Gefahr bringt. In der zweiten Perspektive begleiten wir eben Carina, die Tochter der Herrscherin ist, die lieber ja, so ein bisschen anderen Studien nachgeht, sich für Musik interessiert, die noch sehr um ihren Vater und ihre Schwester trauert. Ich glaube, es war die große Schwester. Und ja, die so gar keine Lust hat, da irgendwie eigentlich dieses Land zu herrschen und das irgendwie zu übernehmen. Doch dann wird ihre Mutter getötet und sie muss direkt das Land übernehmen, jetzt eben herrschen, und dazu gehört dann eben auch, dass sie die Spiele von Solstasia begleitet, und hier haben wir eben auch ein bisschen was mit den Elementen zu tun hat und dass sie da eben auch ja, im Grunde stark zur Seite des Volkes und den Spielern steht. Recht schnell erinnert sie sich aber an etwas, dass es einen Weg gibt, ihre Mutter zurückzubringen von den Toten. Hierzu braucht sie aber das Herz eines Königs. Und so verändert sie kurzerhand ja, das Preisgeld, sozusagen den Gewinn der Spiele, und merkt recht schnell, ob sie damit sich wirklich einen Gefallen getan hat oder ob das vielleicht eine ganz blöde Idee war. Sagen wir mal so. Und wir sind dann hier eben am Hofe, wir haben die Spiele und haben natürlich auch ein bisschen, was diese Intrigen am Hofe angeht. Sehr spannend fand ich die Welt, die mit ihren kulturellen Aspekten sehr überzeugt hat. Also man spürt hier den westafrikanischen Hauch, man spürt hier den Kontinent. Ich fand es ganz toll beschrieben, wie die Umgebung erzählt wurde, was das Land so ausmacht, wie es riecht, wie die Menschen aussehen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich bin ein großer Fan von Afrika. Ich mag es, auf diesem Kontinent unterwegs zu sein. Und natürlich ist das nicht vergleichbar mit einer, ja, im Grunde schon dann Fantasy-Welt, aber das fand ich richtig, richtig toll. Man taucht gut in die Welt ein und erfährt auch viel über die Legenden und auch die Abstammungen der Charaktere und den Bewohnern. Manches dauerte für meinen Geschmack aber dann doch ein bisschen zu lange, bis man es verstanden hat, bis es erzählt wurde, bis man Zusammenhänge verstanden hat. Das hätte ich mir so ein bisschen kompakter oder vielleicht bildhafter anders irgendwie gewünscht, weil das fand ich, war mir schon ein bisschen langwierig, bis sich da irgendwie ein Kreis geschlossen hat. Und das hätte ich mir ein bisschen, ja, flüssiger vielleicht gewünscht.
Die beiden Charaktere erzählen jeweils in der Ich-Perspektive, was ich bei Jugendbüchern und ja auch Art ja, Dystopie, Fantasy immer sehr gut finde. Ich fand es hier auch sehr passend, dass wir eben in den Köpfen der beiden Charaktere stecken. Allerdings gab es, und das ist ja immer mal wieder ein Kritikpunkt von mir, wenn ich eben verschiedene Perspektiven habe, kaum Unterschiede im Denken und im Sprechen. Und ich finde halt immer wieder, wenn man nicht nur unterschiedliche ja, Geschlechter hat, sondern eben auch die verschiedene Rollen einnehmen, also wenn man weiß, was Malik ist und dann eben auch weiß, was Carina ist, dann sind die für mein Empfinden, sprechen die anders und denken die anders. Und das fand ich super schade, denn ich glaube, beim Lesen wäre es weniger deutlich gewesen, wer wann irgendwo spricht und was erzählt, als eben natürlich durch das Hörbuch, wo ich eben auch zwei unterschiedliche Sprecher habe. Denn die machen das sehr deutlich, sehr gut. Die haben auch ihre eigene Aussprache und so ein bisschen ihren eigenen Stil. Und das fand ich richtig gut, aber das hätte ich natürlich beim eigenen Lesen nicht gehabt. Allerdings waren die Charaktere gut beschrieben und auch die Entscheidungen, die getroffen wurden, fand ich nachvollziehbar. Aber irgendwie kam ich nicht so richtig nah dran. Obwohl ich ja in der Ich-Perspektive eigentlich immer sehr gut an Charaktere rankomme und man eben da so ein bisschen näher zu ihnen findet, hat mir das hier einfach so ein bisschen gefehlt. Die Spannung war tatsächlich ganz okay. Also es ging wirklich zu Beginn sehr spannend los. Es gab aber im Mittelteil schon so 3-4 Längen, wo ich immer mal so eine halbe Stunde Hörbuchzeit hatte oder 3/4 Stunde, wo ich auch mal abgeschweift bin und dann auch schon gemerkt habe, Mensch, irgendwie, es packt mich nicht immer so richtig. Also es war zu Anfang gut, im Mittelteil war es gut und dann gab es gegen Ende nochmal so einen Spannungsbogen. Aber so zwischendrin habe ich immer mal abgeschweift. Und das ist für mich schon so ein Indikat, irgendwie war die Spannung nicht ganz so da oder auch die Unterhaltung vielleicht nicht ganz so da. Weil es muss nicht immer alles spannend sein. Es gibt ja auch Bücher, die einen unterhalten und wo man dann dranbleibt, was ja auch eine gewisse Spannung ist. Aber ja, es ist manchmal, und das könnte natürlich am Jugendbuchgenre liegen, schon ein bisschen seicht. Aber ich habe auch schon spannendere und auch besser ausgearbeitete Jugendbücher in diesem Dystopie-Genre in irgendeiner Art und Weise gelesen. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Und was mir wirklich immens gefehlt hat, das ist tatsächlich so, wo ich mir ein bisschen mehr gehofft habe, ist natürlich, wenn ein Buch mit Spielen irgendwie wirbt, hätte ich erwartet, dass da mehr Spiele, mehr Intrigen, mehr so zu diesen Dingen kommt. Und das war fast ein bisschen wenig. Also wer darauf gehofft hat, zu den Spielen was zu lesen, zu den Abläufen, zu den, ja, wie die untereinander, die Konkurrenz, der wird hier ein bisschen, wie ich, auch enttäuscht sein, weil da tatsächlich nur sehr, sehr wenig gekommen ist. Da hätte ich mir auf jeden Fall mehr erhofft. Alles in allem schon ein gutes Jugendbuch. Aber wenn man eben, ja, vielleicht wie ich, auch ein Vielleser ist von Jugenddystopien, Jugendfantasy, der hat definitiv da schon bessere Bücher gelesen. Also vielleicht für den Einstieg, wenn man wirklich Jugendliche hat, die sonst nicht in dem Genre unterwegs sind, ist das, glaube ich, durch das Leichte und schnell Zugängliche wirklich gut, weil man eben auch gut abgeholt wird. Aber und auch natürlich zwei Charaktere hat, die ein bisschen unterschiedlicher sind von dem, wo sie in dieser Geschichte stehen. Aber für jemanden mit Erfahrung und schon mehreren Jugend-, ja, Fantasy-Büchern, ja, da liest man halt irgendwie nicht so viel Neues, obwohl ich wirklich die Landbeschreibungen, die Atmosphäre, das Bildhafte in diesem Fall sehr gelungen fand und das wirklich toll fand und mir das echt auch Spaß gemacht hat. Also das muss man schon sagen, dieses afrikanische Flair hat mir richtig, richtig gut gefallen. Aber es war von allem anderen ein bisschen wenig. Und ja, auch der Spannungsbogen war nicht konstant gehalten. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich hier eigentlich schon ein kleines Highlight erwartet hatte und noch überlegt habe, wird's das Hörbuch, holst du dir gleich das mit dem Fancy-Buchschnitt, weil wenn schon, dann denn schon. Ach, jetzt zieht es wohl erstmal nicht bei mir ein. Und ich werde auch mit dem zweiten Teil abwarten, wie da so die Stimmen sind. Und da erstmal so ein bisschen, ja, Stimmen abwarten und dann sehen, ob ich es weiterlese oder nicht. Natürlich gibt es am Ende schon einige Dinge, die Fragen aufwerfen, wo man natürlich auch sagt, da möchte man eigentlich wissen, wie es weitergeht. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, wie, das muss ich jetzt unbedingt ganz schnell weglesen. Also da habe ich das Gefühl bei anderen Büchern durchaus dringlicher. Aber ja, es ist ein gutes Buch und ich denke für den Einstieg, wenn man einen Jugendlichen hat, die da vielleicht noch nicht so viel drin gelesen haben, auch gut. Aber eben doch mit 2, 3 Dingen, die nicht ganz so gelungen waren. Und das waren sie jetzt auch schon, die Bücher der Woche. Kommen wir zu den Serien der Woche. Zum einen habe ich die letzten Folgen der letzten Staffel von Grace und Frankie auf Netflix geschaut. Man hat hier die letzte Staffel ja aufgeteilt und weil ich glaube, es gab dann auch irgendwie
irgendwie Krankheiten dazwischen oder war der Lockdown dazwischen? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich fand ja die ersten, ja, 2, 3 Staffeln richtig spannend, unterhaltend. Ich fand Jane Fonda und Lily Tomlin richtig, richtig gut. Wir haben hier ja eigentlich 2 Paare, ich glaube locker schon an die 70, wo dann die beiden Männer irgendwann sagen, wir lassen uns jetzt scheiden, wir sind ein Paar, wir lieben uns schon immer. Und wir haben dann eben eher so die reiche, sehr spießige Grace und die etwas verrückte, freigeistige Frankie. Und beide stehen jetzt vor den Scherben ihrer Ehe, ziehen dann eben ins Strandhaus von Grace ein. Und dann aus diesen sehr unterschiedlichen Frauen entwickeln sich wirklich sehr gute Freunde. Und natürlich erleben wir dann auch, wie es den Männern dazu passen geht, dass sie jetzt eben ja, sich geoutet haben im hohen Alter, jetzt ein Paar sind. Dann haben die auch jeweils Kinder und auch diese Geschichten werden ein bisschen erzählt und allerhand, was dann eben so im Alter passiert. Und es war super unterhaltsam, es war tiefgründig, es hatte tolle Nebenerzählungen und das hat super viel Spaß gemacht. Ich bin einfach ein Fan auch in dieser Serie von Jane Fonda. Also das ist wirklich Wahnsinn, was sie im hohen Alter hier noch vor der Kamera gibt und natürlich auch Lily Tomlin und auch die Männer. Also ich möchte jetzt nicht nur die Frauen hervorheben, aber die Serie heißt nun mal Grace und Frankie und die haben natürlich auch die meiste Sendezeit. Also das fand ich richtig gut, aber man hat dann schon gemerkt, dass irgendwann das Thema oder die Themen so ein bisschen ausgelutscht waren, dass man gedacht hat, ja, jetzt dann nochmal und nochmal und noch eine Wendung und das fand ich ein bisschen anstrengend und ich fand schon die vorhergehende Staffel nicht ganz so spannend, wo dann auch noch ein neuer Mann mit dazu kommt bei Grace und Frankie und ach, wo so verschiedenste Themen waren und ich mochte auch schon den ersten Teil der Staffel nur so okay und dachte jetzt auch, ja, jetzt ist dann auch gut, dass es irgendwie zu Ende ist. Also es ist gut zu Ende irgendwie erzählt, aber ja, es hat sich dann einfach irgendwann, also manchmal sollte man früher einfach aufhören. Also dann sind auch zu viele Staffeln, auch wenn sie unterhaltsam sind, doch ein bisschen viel. Aber ich habe es beendet und für gut befunden. Aber ich, ja, ich glaube, die erste und zweite Staffel waren mir die besten und haben wirklich den größten Spaß gebracht. Dann habe ich begonnen mit dem Rewatch von Stranger Things. Stecke also mitten noch in der ersten Staffel, habe jetzt 2, 3 Folgen angesehen in der letzten Woche und werde da auch weiterschauen. Denn hier wird es ab Ende Mai die 4. Staffel geben. Und es ist jetzt doch schon ein Weilchen her, dass ich die 3. gesehen habe. Und ich dachte, ach, eigentlich hast du auch mal wieder Lust auf dieses Mystery 80er Jahre Gedöns. Und da kannst du das einfach dir mal anschauen. Und ja, ich bin ein großer, großer Fan von Stranger Things. Ich fand jetzt auch, dass am Rewatch und es ist das erste Mal, dass ich überhaupt das rewatche sozusagen. Also ich habe vor Staffel 2 auch nicht geguckt und vor Staffel 3. Und es ist super atmosphärisch. Also wer irgendwie ein Kind der 80er ist und mit den 80ern Horrorfilme, Gruselfilme implementieren kann oder implizieren kann, sich noch daran erinnert, wie es ist, wenn das Telefon eben an der Wand ist, man kein Handy hat, man noch zu den Leuten gegangen ist und gesagt hat, hast du heute Zeit, wollen wir spielen? Der hat hier einfach atmosphärisch seinen Spaß. Es sind tolle Charaktere, tolle Schauspieler, auch mit diesem paranormalen Kind, wenn wir hier Elfie haben, und das ist jetzt, glaube ich, auch kein Spoiler, das sollte jetzt gefühlt jeder auch mitgekriegt haben, das ist richtig toll. Also ich mag die Atmosphäre, ich mag, wie die Gruppendynamik ist, wie diese 4 Jungs miteinander, zueinander irgendwie sind, wie wir einen der 4 Jungs dann eben suchen müssen, wo es ein Monster gibt, eine andere Welt, und ach, ich bin großer Fan von dieser Stadt und auch von den Charakteren und den Schauspielern, und ich hatte auch bei den Folgen jetzt wieder super viel Spaß und freue mich da jetzt auch die nächsten Wochen weiterzuschauen und dann eben auch die neue Staffel zu entdecken. Die wird auch irgendwie aufgeteilt. Ich glaube, die erste Hälfte kommt jetzt Ende Mai und dann geht die zweite Hälfte Anfang Juli, glaube ich, weiter. Finde ich ein bisschen schade, weil ich schon jemand bin, der gern in seinem Tempo schaut und durchaus auch dann so 2, 3 Folgen hintereinander wegschaut. Aber für Netflix ist das natürlich attraktiver, wenn man das ein bisschen aufteilt und das nicht alles in einem Monatsabo sozusagen drin ist. Also ich kann es verstehen aus Geschäftssicht, aber ja, hätte es mir natürlich gewünscht, wenn ich das einfach an einem Wochenende wegsuchten kann. Ich habe, aber gut, schauen wir mal. Und das war's jetzt auch schon. Ja, der Frühling ist da, 4 Bücher gelesen, beziehungsweise 1 gehört. War tatsächlich ja auch nicht nur quantitativ gut, sondern auch qualitativ definitiv gute Bücher, die mich gut unterhalten haben und gut durch die Woche gebracht haben. Und natürlich auch serientechnisch ein bisschen was Schönes mit dabei. Ich bin super neugierig, wie ihr in den Mai gestartet seid, welches Buch euch begleitet hat, was vielleicht jetzt schon ein Highlight war oder ein Flop. Schreibt es gerne in die Kommentare und ihr findet in der Infobox natürlich, wie gesagt, auch alle Informationen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, sonnige Tage, hoffentlich bleiben ein bisschen, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.